Ja, aber die will ich nicht groß weiter erwähnen, weil ich dann vielleicht irgendwelche Leute nur zu Dingen animiere. Also es gab immer wieder persönliche Angriffe, es gab irgendwelche Dinge, die dann in einen Vorgarten geworfen worden sind, Beschimpfungen und dergleichen. Aber wie gesagt, nimm das nicht zu ernst. Ich glaube, meine türkischen Brüder und Schwestern hier, die sind viel größeren Anfeindungen ausgesetzt gewesen, als ich es bin. Und wichtig ist ja immer wieder, dass wir, wie gesagt, im Dialog bleiben. Wichtig ist es für mich immer wieder, dass wir auch immer wieder Brücken bauen, statt Brücken einzureißen. Die Türkei ist nicht nur vom Menschlichen her, mir gesehen, steht die mir sehr, sehr nahe. Darum sage ich aus voller Überzeugung, Türkiye ikinci Vatanım, und versuche natürlich auch durch mein Wirken Vorurteile, die sowohl in der Türkei gegenüber Deutschen bestehen, die sowohl in Deutschland gegenüber Türken bestehen, abzubauen, zu reduzieren und für Völkerverständigung zu sorgen.